Hey, yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 2 Total War. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Es heißt Total War Warhammer 2. Gut, ihr wisst, was gemeint ist. Ich auch. Ja, mache ich jetzt noch. Nachher gibt es dann die Aufnahmen hochgeladen. Mal gucken, heute eine und am Mittwoch oder so. Mal schauen, wie ich lustig bin. Ihr werdet jetzt zugeschissen mit dem Scheiß. Ist mir egal, ob ihr es guckt oder nicht, aber ich hab Bock drauf. So, ihr könnt es ja auch nebenbei laufen lassen. Mache ich auch häufig. Wer guckt da wirklich zu? Gibt's wenige. Aber ich weiß nicht, ob es viele deutsche Warhammer-Spieler gibt. Auf Englisch auf jeden Fall Total War. Legend of Total War, den kenne ich, den schaue ich auch gern. Bei dem lernt man auch viel. Also der hat das Spiel in- und auswendig. Zwar nicht SFO, aber insgesamt. Und das kann man übertragen, das meistens geht. Ziemlich easy. So, was mich jetzt wundert, ist, warum hier kein. Warum hier kein Screen ist. Jetzt. Hallo? Jetzt. Ah, okay, jetzt sehen wir alles. Gut. Ja, Webcam. Die ist doch schon wieder resettet, oder? Ich kotze ab, Mann. Die ist doch schon wieder resettet. Da habe ich auch massive Probleme. Gut. Einmal reinzoomen. Zweimal reinzoomen. So, tschüss. Besser. Nervt, aber gut. Kann man ja schnell fixen. So, ja. Arbeit war heute wieder sehr spannend. Ich meine, ich labe jetzt einfach mal weiter. Wer es anhören will, kann anhören. Wenn nicht, hat Pech gehabt. Ist einfach so. Ich durfte mir heute lustigerweise anhören. Ja, erzähle ich nachher. Spielen wir erstmal ein bisschen. Für mich ist das auch immer so ein Ventil hier, einfach zu sitzen, zu zocken, ein bisschen über mein Leben zu erzählen. Na. Achso, ich muss ja beenden. Rebellion, ja genau, da kann ich doch erzählen. Genau, gute Dame. Ich habe ihr gesagt, heute mit Knoblauch, kann sie mich mal. Die Woche noch okay, wegen Urlaub von der anderen. Und dann, sobald wir zu dritt sind, Pech. Es geht nicht. So, ich heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag 1000 Knoblauchzehen futtern muss, aber verzichten will ich auch nicht. So, und dann wollte sie noch wissen, was das mit IT ist, wo ich dem Dr. Young sagen soll. Und da hieß dann halt, ja, ich mache hier IT, ne? Und das wird nicht gewertschätzt. Da wollte ich halt mit ihm mal reden. Ja. Nein. Und da hat sie mir dann doch tatsächlich erstellt, nachdem sie gefragt hat, was ich da wollte. Ich wollte doch bloß, dass der Dr. Young sieht, was ich da mache oder hört, was ich da mache. Und ich habe dann gesagt, nö, aber eigentlich hätte ich ja sagen müssen. Verdammt doch mal ja, und ich will Geld dafür sehen. Weil ich das kostenlos mache. Und das nicht Teil meiner Aufgabe ist, als Lagerarbeiter, den die IT fix zu machen, wenn da Probleme anstehen. So, habe ich aber hier und da gemacht. Aber gedankt wird's einem nicht. Geld sehe ich auch nicht dafür. Was soll das? Ne? Und tatsächlich, darauf hat mich heute ein anderer gebracht, ein Kumpel, wenn ich da einen Fehler mache, dann bin ich der Bösewicht. Und dafür sind mir die 450 Euro, das ist nö. Also künftig IT werde ich sagen, sorry, nö, ist mir zu heiß, mache ich nicht. Es wird mir nicht vergütet und wenn ich irgendwo einen Fehler mache oder das System crasht, bin ich schuld. Mache ich nicht. Ich finde es halt komisch, dass ich jetzt irgendwie mit dem Chef nicht mehr reden darf. Wahrscheinlich will sie mich von ihm fernhalten, weil blub oder keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht, es ist so seltsam, ich check's nicht. Er hat nämlich im Gespräch, wo ich war, gemeint hier, ich kann jederzeit ihn anschreiben, wenn was ist, fragen oder so, ne, egal, soll ich was sagen, dann mache ich das. Und plötzlich heißt es von ihr, ja, nö, ich soll nicht behelligen, bla bla. Ich werde da, wenn das nochmal drauf kommt, da werde ich mal fragen, was das denn soll. Weil das fand ich schon extremst seltsam. So, wir machen jetzt hier wieder schön. Ich werde da morgen mal fragen, was das damit auf sich hat. Und den Vorwurf, den lasse ich mir auch nicht gefallen. Ganz im Ernst. Das war der ganze Bullshit. So, wir machen das natürlich schön. Sprich, wir gehen da richtig schön drauf. So, ein paar hier hinten. Ein paar hier hinten. Den da noch. Was ist das? Ist das ein Magier? Ja, dann bleibst du hinten. Du kommst dahin. So. Und go.
Da lassen wir noch ein paar Leute kommen. Was haben wir hier? Clanstein. Schaden und Vitalität. Oh, das klingt doch super. Nehmer. Ne? So. Dann gehen wir hier schön drauf. Die Katapulte lassen wir gar nicht erst großartig schießen. Da haben sie schon geschossen. Jetzt werden sie aber überrannt. Und gut ist, ne? Die crashen da drauf. Die crashen da drauf. Der crasht da drauf. Ihr da drauf. Ihr da drauf. Zack, zack. Der geht noch ein bisschen näher. Die Katapulte sind schon ganz kaputt. Easy. So, da können wir Damage drücken oder wir machen Gift. Und ich glaube, das Gift ist hier fast besser. Das macht zwar keinen Schaden, debufft aber die ganzen anderen Leute. Und ich glaube, das ist genau das, was ich will. So. Sobald ich halt das Geld habe. Jetzt gehen wir ein bisschen höher. So, da können wir noch die Leute ranholen, ne? Easy. Upsi, nicht das Mikrofon fallen lassen. So. So. Kommen noch ein paar Clan-Ratten raus. Die können hier rein crashen. Der ist alleine. Easy. So. Und zack. Und dann gehst du da noch drauf. Die machen das kaputt. Auch interessant, dass hier Leute entkommen sind. Um die muss ich mich natürlich kümmern. Aber das kann auch der Magier hier machen. Das ist nicht das Problem. So, die CPU schnauft ganz schön. Ist aber bei tausenden von Leuten kein Wunder. Hat's da noch was? Nee. Go. Go. Diesen gebrochen. Den müssen wir hinterher. Den müssen wir hinterher. Das war jetzt Fail. Ich dachte, das wäre der Warp. Der Warpstein, aber das war da gar nicht. So, das ist hier alles gebrochen. Wir müssen uns nur noch um die da kümmern. Hat es woanders noch irgendwelche? Sehe ich nicht. Die sind weg. Die sind weg. Die sind komplett zerstört. Interessanterweise kommt noch nicht die Army Loss Penalty. Also es gibt so eine Bestrafung von 100, wenn der Feind oder eine Armee zu viele Truppen verloren hat. Das ist quasi Instant GG, ne? Hauen sie alle ab. Seltsam, dass das gerade nicht kommt, aber naja. Okay. Ja. Sehr seltsam alles, aber gut. Wen interessiert? Nee, und wie gesagt, also da, keine Ahnung, die Firma ist irgendwie seltsam. Da ist. Ich bin einfach so ein bisschen freigeistlerisch und nicht so das Bückstück. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt morgen. Mal gucken, ich meine, das wird eh bei euch in der Vergangenheit liegen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dann morgen. Ah, das war ein ganz schlechter Zauber. Ob ich dann morgen gleich was sagen soll, wegen der Unterstellung. Ich meine, sie hat ja recht, will ich ja auch, dass das was sieht, aber ich glaube, das ist auch mein gutes Recht. Aber ja. Also das nächste Mal, wenn sie mich nach IT fragt, sage ich einfach, nee, mach ich nicht. Ist mir zu heiß. Es wird mir nicht vergütet, es wird mir nicht gedankt und dann. Bin ich am Ende der Gearschte, wenn irgendwas schief läuft. Mach ich nicht. Nur das mit dem Dr. M, das will ich morgen nochmal ansprechen. Irgendwie, dass sie jetzt gesagt hat, ich soll ihn da nicht behelligen. Obwohl er meinte, ich soll ihn. Was jetzt? Ich check's nicht. Es ist so seltsam. Die Leute sagen immer links so, dann machen sie rechts so, dann sagen sie oben anders und unten machen sie es dann wieder ganz anders. Es ist. Und dann wundern sie sich, wenn Fehler passieren und die Leute nicht checken, also neue Leute nicht checken, was abgeht. Woher auch? Das ist schlimm. Da sagt die eine zum Beispiel, ja, eBay und Amazon-Fach gibt's nicht mehr, das machen wir jetzt kombiniert. So, dann sage ich das der zweiten Person, die sagt dann, ja, nee, wir packen es da rein, wir lassen es getrennt. So, dann mache ich das. Kam jetzt zum Glück nichts, aber wenn was wäre, wäre ich wieder der Idiot, weil ich hab's da reingelegt, weil die eine sagt so, die andere sagt so. Das ist halt alles Garbage. So, Nahrung ist fein. Ich nehme jetzt hier diese Gefangenen.
Die geben mir ein bisschen Replenishment. Ich muss den nochmal angreifen. Nee. Da mache ich jetzt aber automatisch. Ganz im Ernst. Da müssen wir jetzt nicht nochmal reingehen. Das ist eh gewonnen. So, jetzt ist die Frage, wie weit kann ich gehen? Ich kann hier hin und dann da lang. So. Und der müsste da vorbei. Die Frage ist... Ah, das schafft er. Das können wir noch machen. So. Wir haben ja hier die Kanonen. Und er hat hier nur... Oh, der hat 16. 1. 1. Aber der ist... Passt mal auf. Wir können ja hier reingehen. Und einen Blitzschlag machen. Jetzt schauen wir mal. So, dann kämpfen wir nur gegen diese Armee. Das ist gut machbar. Wir nehmen noch ein bisschen mehr Leute dazu. So, und das sind ja nur Bums-Leute. Nur Gobbos. Na, wahrscheinlich funneln die wieder durch. Ja, easy. So, das machen wir jetzt. Das sollte easy sein. Und dann... ja, mal gucken. Also ich hätte schon Lust... Baue ich da auch eine Unterstadt? Eher nicht. Da fühle ich es nicht so. Ich würde gern bei den Zwergen noch in die andere Stadt rein. Aber das wird schwierig. Zu denen kommt man so schlecht. Vielleicht gehe ich außen rum. Das weiß ich noch nicht. Das muss man mal sehen. So, wir machen natürlich wieder ein bisschen wild alles hier verteilt. So. Haben wir Speere irgendwo? Ja, brauchen wir nicht. Genau, die Warbleitern kann er. Stell mal vorne hin. So. Übrigens, ja, warte mal, die kommen eher dadurch. Dann stellen wir die da hin. Der ganze Scheiß rückt hier so vor. Ihr bleibt da so stehen, das passt schon. Hier holen wir Clanratten, einfach nur um sie ein bisschen abzulenken. So, dieses Hallo, guck mal, Trollololololol, oh nein, Feinde, ihr müsst euch durch Krumm kümmern, oh je, ah ja. So. Das bringt wenig. Ja, nee, das bringt nichts. So, die Cannons. Ihr könnt da doch sicher feuern. So. Nee, nee, ihr könnt flanken. Das ist halt das Schöne an Skaven. Da ist so viel Flanking-Potenzial. So, ihr zieht euch mal zurück. So, schießen die Kanonen jetzt irgendwann mal. Die stehen hier so scheiße. Das ist unglaublich. Ich hätte gedacht, ich habe einen besseren... Dings habe ich aber nicht. So, die können wir flankieren. Ja, dann geht's mal drauf hier. Schießt ihr jetzt. Nö. Ja, das ist ganz schlecht. Die müssen feuern. Wenn die nicht feuern, ist es halt GG. Weil die machen halt den Schaden. Der Rest ist voll egal. So, aber sind meine super Leute, die hier. Die können ordentlich... Klar, die verlieren Rüstung, aber dafür machen sie auch richtig Damage. Könnt ihr mal da feuern, bitte? Das ist halt echt schlimm gerade, was hier passiert. Hier verliere ich. Ja, da müsste ich mich mal zurückziehen. Das müsst ihr halt auch machen. Wenn ihr merkt, es läuft nicht, zieht euch zurück. Und baitet den Gegner in eine Lage, die euch besser zusagt. Na, hier zum Beispiel. So. Zack. Die hauen ab, die können wir verfolgen. So, jetzt rennt er mir hier nach. Und dann schießen wir von der Seite drauf. Und machen hier Stress. So. Flankierung. Bup, 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 bup. Und er denkt sich jetzt, holy what the frick, man, oh mein Gott. Ah. So, die können da angreifen.
Da rein, da rein. So, die ziehen wir ein bisschen zurück. Das sind nur die Clanratten, interessieren nicht. Die hauen da ab, das passt. Das haben wir auch besiegt, das sieht auch gut aus. Du gehst da lang, du gehst da lang. Ihr könnt dahin gehen. Du auch. So, 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 der ist gebrochen. Dann kann man da die Verfolgung einstellen. Gut, das Katapult kann hier weiter ballern. Dann gehen wir hier drauf. Schaut mal, die schaffen das. So, die sind geflohen. Sehr schön. So, und jetzt seht ihr, ich habe das umgestellt. Jetzt sehe ich die Balance of Power nicht mehr. Das ist sehr schön. Aber jetzt muss ich mich auf meine Erfahrung verlassen, auf mein Können und Geschick. Und das war's. Easy. Und ich kann dann nicht mehr pausieren und Befehle geben. Das ging alles vorher. Den Taktikmodus habe ich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht. Ich will ja eine anständige Schlacht schlagen. So, wir haben die Armee bezwungen, aber nicht vernichtet. Das nicht. Aber sie ist schon schwach. Geschwächt. Ich kann da nochmal drauf gehen. Was ich jetzt machen werde, ist sehr wahrscheinlich wieder Replenishment. Heißt, die Leute ich schaue dauernd auf meinen zweiten Screen. Da ist die Webcam da oben. Aber wenn ich zocke, schaue ich auch da drauf und nicht da. Sonst hätte ich mich dauernd vom Profil. So, hier, das machen wir jetzt. 5% Essen. Ist nicht viel, aber ist ganz solide. So. Nachdem die Feinde Quicks besiegt wurden, wird dieser nun von seinen Untergebenen aufgefordert, seinen alten Pflichten gegenüber dem Clamors wieder aufzunehmen. Schließlich würde Gutnacht jeden verachten, der seine Befehle ignoriert. Warpsteinrüstung. Die größere Ratte, sein Vernunft siegt über Rache. Selbst Krieg sieht ein, dass er weiterhin alles in dem für die Interessen von Clamors einstehen muss. Nein, nein, Clamors kann warten. Die persönliche Ehre Quicks ist viel wichtiger. Ich weiß jetzt nicht, was macht. Aber machen wir so platt. Okay. Gut, wir müssen plündern. Sehr schön. So. Das können wir schnell machen. Da brauche ich nicht reingehen. Ja. So, das heißt, ich würde jetzt hier... Ich könnte es behalten, aber es ist nicht so gut. Ich mache einfach mal ein Tiefenreich und Gutes. Ich meine, es schadet nicht. Ne? Es schadet nicht, ein Tiefenreich zu haben. So. Und gut ist. Die anderen sind vernichtet. Die Zwerge sollten dann nicht hinkommen. Genau. Das heißt, nächste Runde kann ich da drüber gehen und passt schon. So, ja, wir können wieder Geld machen. Ne, machen wir hier Geld. Was bauen wir noch? Die fand ich ziemlich nutzlos. Die beiden sind auch sackteuer. Ich meine, wenn ich hier plündere, kriege ich viel mehr Geld. Das ist auf Dauer schon nicht schlecht. Aber wie viel plündern werde ich hier? Und das gibt es erst auf Stufe 5. Das ist halt schon ewig her. Es lohnt sich gerade nicht. Den Unterbergbau können wir noch machen. Ah, den brauche ich nicht. Ich habe hier schon einen. Ah, das war dumm. Naja, was heißt dumm? Es geht, ist eigentlich egal. Stimmt, ich brauche da gar nicht runter, weil ich hier den Bergbau habe, oder? Moment. Ich habe den Bergbau nicht. Warum habe ich den Bergbau nicht? Doch, habe ich. Unterirdische Grube. Die sieht hier nur seltsam aus. Wieso schaut die hier so seltsam aus? Okay, ich habe sie nur nicht erkannt. Ja, perfekt. Dann Nahrung. Nahrung, Nahrung. Ich könnte auch ein Plünderlager irgendwann bauen, aber bis das sich lohnt... ich weiß nicht. Ich meine, es kostet mich 80, das kostet 20. Dann sollte ich noch ein Entdeckendingens bauen. Dann kann ich ein Plünderlager bauen und noch ein kleines Dingens. Schmarotzerhöhle, Plünderlager. Macht das Plünderlager dann Sinn? Oder ich baue so wie hier Schmarotzerhorde.
Oder ich warte einfach mal. Ich meine, ne, warte, Moment. Geld. 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 Wirklich noch mehr Geld. Das macht Geld. Tagebau. Ja, aber der ist teuer. Handelseinkommen. Einkommen durch Niederreißen. Wow. Ah, verbraucht aber viel Stuff. Einkommen aus lokaler Siedlung. So, das mache ich ja. Genau. So, und es gibt auch noch mal etwas, ja, ist aber auch wieder sehr teuer. Mafia. Und viel bringt das Geld, das Ding nicht. Das ist so tot. Ich lasse es, glaube ich, erstmal stehen, wie es ist. Ich meine, ich hole mir noch die Nahrung. Nahrung ist immer gut. Na, weil ich brauche 8 und 2 und 1, 11 und ich mache nur 8, 10. Ja. Moment, macht das, dass ich mehr. Das hier macht die Kapazität. Na gut, die Kapazität wäre schon wichtig. Ich wüsste auch gerne mal, wo die Kapazität hochgeht. Wo kriege ich die Kapazität hoch? Wisst ihr was, das. Wo ist mein Handy? Egal, ich switch kurz raus und google das schnell. Das will ich wissen. Skaven Food Capacity. So. Food. Technologies. How to increase Skaven Food Cap. So, Steam. Tax. Und with every settlement. Ah ja. Fünf, 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 fünf. Fünf, fünf. Ah ja, für jedes Settlement. Ja, okay. So, ich könnte. Ah, komme ich nicht hin. Ah, schade. Ja, dann lass mal's. Ich meine, ich könnte mich selbst plündern für Nahrung, muss aber nicht sein. Der steht da, das passt schon. So, wie geht's weiter? Das haben wir alles schon. Dann, hier oben gibt es eine Menge Vorteile, die ich freischalten kann. Raserei für ihn. Graue Propheten. Armeeverlustrate, das ist wichtig. Ja. Ich meine, mit Clanraten mache ich nicht viel. Ohne Armies Faction weiter, dann ist es ein No-Brainer. Purpurne Garde. Ja, naja, logisch, Leute. Hallo? Natürlich. So, Feindesjäger. Das ist ein Buff, den kann man aktivieren. Hier könnte ich. Sondern ich gehe natürlich auf Korruption. Ich will Korruption, Korruption. Das gibt richtig schönen Stuff. So. Bauen kann ich gerade nix. Handeln. Nö. Der kann ja nicht mehr handeln. Ja, gut. Okay, schauen wir mal, was passiert. Bin sehr gespannt, was die Goblins hier jetzt machen, die Spinnen-Typsies. Weiß gar nicht, wie die heißen. Wissen Ja. Ah, der macht nichts, der bleibt stehen, okay. So, wie heißen jetzt die Spinnen, Spinnen, Spinnen? Clan Vulkan. Arachnos, so heißen sie. Ja, er hockt sich rein. Easy. Jetzt kann ich nämlich meine Truppen zusammenziehen, ihn komplett weghauen. Und fertig ist. Rekrutiert einen Kommandant. Ich könnte natürlich nochmal einen Kommandanten holen. Brauche ich jetzt aber nicht. Wäre ein bisschen Overkill. Finde ich tatsächlich. Ich gehe mal da lang. Weil die kommen da nicht wirklich durch. Da machen wir einen Flanking-Angriff. Schaut's mal, greifen wir zusammen an. So, Blitzschlag. Das heißt, die Armee wäre nicht dabei. Oder große Armee, weil die Siedlungsgarnison macht mir nichts. Ah, holen wir hier noch mal ein bisschen Stuff dazu. Schaut mal, minus 7. Weil ich durch Gebäude bloß 2 bekomme, ich muss mehr Nahrung machen. Oder halt kämpfen, kämpfen, kämpfen. Plündern, plündern, plündern.
Das machen wir auch, aber jetzt führen wir erstmal dieses Gefecht. Große Armee steuern. Ja, die kann ich wieder vernichten. Na. Genau. Auch interessant. Waffentypen haben Waffenarten. Okay. Wusste ich nicht, der Streitkolben gut gegen das und so. Egal. Das ist perfekt. Sehr schön. Wir haben ein bisschen gegambelt. Mehr Winde der Magie. So. Ja, wir machen wieder wildes Geswitschele, ne? Genau. Und diesmal versuche ich, die Kanonen richtig aufzustellen, dass die auch schießen können. Ich habe eine Kanone verloren. Das waren mal vier. Ätzend. Ich glaube, ich stelle die hier so hin. Dann müssten sie doch irgendwas feuern können, oder? Vielleicht doch eher so. Okay. Gut. So, Feuer bitte. Feuer bitte. Feuert bitte. Jetzt läuft die. Wieso läuft die jetzt? Jetzt feuert sie. So, macht Bumm. Piu, piu, piu. Ist natürlich schlecht, da drauf zu feuern. Ich würde lieber da drauf feuern. So, wir ziehen uns hier ein bisschen zurück. So, schaut's mal hier. Hallo, huhu, trollololol. Genau. So. Oh, das war ein sehr guter Schuss. Zurückziehen. Die können wir darüber ziehen. Hallo? So. Ah ja, aha. So. Das gefällt mir nicht, dass der zu den Kanonen durchkommt. Das gefällt mir gar nicht. Das ist echt ätzend. So. Das hier passt aber gerade. So, Kommandant wird angegriffen, das macht nichts. Die plänkeln ein bisschen, okay. Was ist das? Ah! Der kann da mal zaubern. Die laufen schon wieder so bescheiden. Leute, schießt doch, please. Einfach schießen. So, der hat gezaubert. Vielleicht kann er hier noch ein bisschen zaubern. Sieht gerade nicht so gut aus. Ich meine, hier, das geht, hier verliere ich. Das hier ist ein bisschen seltsam. Ich meine, ich kann einen Typen noch herholen, aber. Nee. So, der könnte noch irgendwo drauf gehen. Ich meine, ich gewinn's, aber. Nee. Teuer. Danach werde ich auf jeden Fall mal ein, zwei Runden chillen müssen.
Ja. So, was ist jetzt hier drüben? Das ist halt ein Riesenblock, der nicht gut ist. Weil eigentlich will man die halt flanken, ne, umzingeln und nicht so drauf bloppen und dann stehen alle Leute nur und machen nichts. Das ist halt auch nicht so gut. Hier genauso. So, da schön drauf schießen, genau. Wo laufen die hin? Auch seltsam. Naja, okay, so, so ist es halt, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir es langsam. So, die haben hier irgendeinen Bonus, schaut's mal. Irgend so ein Bonus-Dingens haben die. Mehr rüstungsdurchdringende Waffenschaden. Ja, die haben Ausrüstungen. So, was sind meine Katapulte? Kann auch schon wieder nichts machen. Die stehen da so bescheiden. Ah, das braucht man nicht. Da kann man noch irgendwo drauf gehen. Jetzt haben wir die Army Loss Penalty, oder? Ja, da ist sie. Schaut, Armeeverluste minus 100. Da ist es. Das war teuer. Das hat viel gekostet. Ist aber okay, ich stelle mich jetzt dann in, also mit Krieg, stelle ich mich in eine Siedlung. Karag Urut, oder wie es heißt. Chill ein bisschen. Und der Transiform. Der geht halt ins Nachbarland, plündert ein bisschen rum, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mal schauen. Ja, war teuer. Also hier ist schon einiges gestorben. Die haben halt so wenig Schaden. Da ist was gestorben. Clanratten mit Speer und Clanratten Schilde sind tot. Na gut, Speer und Schilde. Gut, weißt du was? Reißen wir es nieder. Scheiß drauf. Reißen wir es nieder. Jetzt ist auch die Skyrim-Stadt weg. Ja, ich bin dumm. Cool. Macht aber nichts. Ne? Ist egal. Dann habe ich jetzt hier keinen Stress. Ja. Da habe ich hier erstmal Ruhe. Ist eh nichts wert. So. Hätte ich jetzt nicht abreißen müssen. Ist aber egal. Wenn die Zwerge sich das irgendwann holen, können sie machen. Whatever. So, Verlustverstärkungsrate. Die ist wichtig. Gut. Der Abriss war dumm. War dumm. Aber okay. Deswegen spiele ich nicht auf Legendär. Weil ich mache dann solche Fehler. Und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Gut. Clan Spittle und Clan Squire. Handelsabkommen aufgelöst. Ja gut, das heißt, die gibt's nicht mehr. Hm. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Sehr schön. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. So, habe ich Clanratten mit Schild und normale Clanratten? Mit Speer, genau. Das heißt, da können wir... Zwei hochschieben. Genau. Der geht dahin. So, und dann Speerschilde wieder ausbilden. Jetzt wird's spannend. Ich glaube, ich warte aber auf 3. Weil hier das auszubauen, ja, könnte ich machen. 4 Runden, 5000, aber ich glaube, das hier zu verbessern ist besser. Ja. Obwohl, je nachdem, was hier ist. Ja, wir können gerne wieder handeln.
Also die stressen sich halt rum und links und rechts, ist mir egal, Hauptsache es wird gehandelt. So. Ja, noch eine Armee machen wir jetzt eher nicht. Ist teuer. Forschung. Rang, Einkommen. Das klingt gut. Ja, Nahrung kann ich gerade nicht wegtun. Ansonsten bräuchte ich hier Müllgrube. Die habe ich nicht. Ich habe eine Blutgrube und eine Fungikaverns. Und ich habe sowas hier, Hauptquartier von Clan Mors. Reparieren wir mal für 10. So. Ah, das geht pro Runde hoch jetzt. Okay, so funktioniert. Sehr cool, cool. Ja, wir haben ja schon einen legendären Lord getötet. Das heißt, passt. Aber ich muss jetzt unbedingt anfangen zu plündern. Stress zu schieben. Mal gucken. Ne, mal schauen. So, Aufnahme läuft zum Glück. Erst seit einer halben Stunde, ist noch nicht so lang. Gut. Die sind stark, die Aufständischen der Dings. Schaut's mal, die haben echt viel. Die sind richtig stark. Wow. Also Gold mache ich hier gar keins. Dann machen wir das so. Da können wir mal vorbeischauen. Einfach mal gucken, was das macht. Weil das gehört irgendwie keinem. Wir können es mal durchsuchen. Oh. Das ist halt der Scheiß, den... Ich habe halt GIMP noch nicht mal installiert. Ich glaube, mit Paint kann ich das nicht machen. Okay, gut. Soll ich euch das mal zeigen? Soll ich euch das mal zeigen? Ich glaube, ich würde GIMP 2 download. Jetzt laden wir mal GIMP runter. GIMP 2. Aber nicht vom Bild. GIMP.de, GIMP 2. So, neueste Version. Download. Jetzt passt auf. Zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Das Rätsel kostet nämlich viel Zeit und ist mega ätzend. Aber ich krieg's hin. So, GIMP. Muss ich leider erst installieren. PC ist halt neu, ne? Was soll's da machen? Ist jetzt so. Ich könnte auch vorspulen oder ich erzähle ein bisschen was. Weiß noch nicht, was ich da erzählen soll. So, empfohlen für alle Benutzer. Ich bin der einzige Benutzer. So, ja. Deutsch. Ich hoffe, ich muss den PC nicht neu dingseln. Installieren. Das ist ein großes Ding. Ja. Okay. So, weil ich muss, wenn ihr das noch nicht wisst, ich muss gucken, welche drei Dinger hier passen. Ne? So, und das hier in der Mitte kann man drehen. Das muss nämlich nach unten zeigen, dass die Augen links und rechts sind. Ich glaube, das ist der Mund. So, und dann kann man gucken, was von denen stimmt. Und das ist zum Vorstellen echt schwierig, weil ich muss das runterdrehen. Das heißt irgendwie, ne, weil das muss runter zeigen. Das haben sie so doof gemacht. Wenn es nur das wäre, okay. Man kann halt hier nicht drehen und nicht gucken. Geht halt nicht. Das heißt, ich muss halt jetzt hier Screenshot machen, es sind GIMP laden, auswählen, drehen, Auswahl aufheben, auswählen, drehen, gucken, welches passt und dann draufklicken. Und dann am Ende kriege ich für das ganze Geschiss ein Item von maximal, war meistens grün, das nicht mal so toll ist. So. Ich hätte es auch sagen können, ich hole mir die Siedlung. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Ich könnte. Vielleicht nächste Runde, keine Ahnung. So, GIMP, mach mal. Daten werden erpackt. Ja, ganzen DLLs. Aber ich meine, ich kann mir das schon vorstellen. Das Rote guckt ungefähr hier raus. Und dann hat es zwei kleine Rote hier, die ungefähr hier raus gucken. Es könnte die beiden sein. Mit dem. Aber das Ding ist, ich muss ja gucken, wenn der nach oben zeigt, so schräg nach oben. Es könnte der sein, klar.
Ist es sehr wahrscheinlich der hier, würde ich jetzt mal vermuten. Muss aber nicht sein. Also die gelben. Ja, die gelben eher nicht. So, und die blauen. Ah, eher auch nicht. Also wird schon rot sein. Wahrscheinlich ist es der hier. Man kann sich so zusammenklabäustern, aber ich will halt sicher gehen. Wenn ich den Bums schon mache, dann anständig. So, jetzt gehe ich kurz auf den Desktop. Da ist GIMP nicht. GIMP. So. Das habe ich alles weggemacht. Wo ist mein OBS? OBS. So, passt mal auf. Ich mache jetzt hier eine neue Szene. Fensteraufnahme. GIMP. Okay. Und dann nehmen wir jetzt GIMP. So. Und die klatsche ich. So, und die klatsche ich jetzt hier. Wieso ist denn das jetzt so? Hallo? Ah ja, so. Kann ich das vielleicht? Okay, gut. Ah, jetzt schaut hier wieder alles anders aus. Egal. Kann ich es einfügen? Wild, sehr wild. Ich würde das gern schieben. So. Okay, gut. Dann auswählen. Elliptische Auswahl. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, dann wählen wir das hier aus. Schaut's mal. So, so, so. Und dann Bild. Ne, hier gibt es irgendwo drehen. 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 Ich würde es gern drehen. Hier. Hallo. Boah. Umschalt R. So. Drehen, drehen, drehen. So müsste es passen. So. Fährt. Ne. Drehen. So ist es gedreht. Und dann neue Auswahl. Das heißt, hier muss ich die Auswahl. Keine Ahnung. So. Und jetzt schauen wir mal. Das hier. Aber ohne den Scheiß in der Mitte. So. Und dann möchte ich das wieder Umschalt R. Nein. Nein, das ist das Falsche. Das, nein. Nein, das ist falsch. Und deswegen hasse ich GIMP, weil hier nichts geht. Nichts auswählen. Mach weg. Gib mir eine neue Auswahl. Please. Danke. So. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt das in eine neue Ebene gepackt hat und das ist auf einmal verschwunden. Keine Ahnung. Macht gar keinen Sinn. Kannst du, please? Ich möchte es weder drehen noch schieben noch sonst was. So, jetzt. Und jetzt nehmen wir das. Und wählen das in der Mitte ab. Das braucht es nämlich. Nee, rückgängig. So. Ihr seht schon, es ist ein Riesengeschiss, dieses Rätsel. Es macht keinen Spaß. So. Umschalt. Ups. Umschalt R. Umschalt R. So, jetzt kann ich hier drehen. Hui. Zack. So. Zahn. Spitze und Dingens. Zahnspitze, Dingens. So, das passt. Alles klar. So, machen wir GIMP weg. Wieder tschüssen. Änderung verwerfen. So, und ich bekomme einen gewöhnlichen Gegenstand, den Fluchflügelreif. Der macht ein bisschen Debuff. Ist nicht schlecht, aber wow, so hat es 10 Minuten gedauert. So, der hat Skavenbräu. Dann kriegt der den Fluchflügelreif. Nee, der kriegt noch den Bronzespalter. Guckt's mal. Beziehungsweise kriegt Quick. Und du kriegst die Behändeklinge. So. Okay. Hat der noch was? Nö, nö, nö. Nö. Ah ja, oh. Chance auf Diebstahl. Ja, den nehmen wir mal mit. So.
Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Da braucht man nichts. Das Geld spare ich jetzt erstmal. Ich möchte jetzt nicht. Ich meine, ich könnte nochmal hier was holen, ne? Aber. Ein Kriegsherren. Warte mal, es gibt doch hier. Das Ding ist, ich habe die Nahrung nicht. Ne? Der braucht 4 Nahrung, der braucht 4 Nahrung. Und aktuell ist mein Nahrungs. Ja, ich brauche zu viel Nahrung. Die Nahrung geht zu krass runter, weil ich halt auch nicht. Nee, kann ich gerade nicht machen. Geht im Augenblick nicht. Hm. Irgendwann vielleicht, aber im Augenblick einfach eher nö. Naja, so ist es halt, ne? Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Da kommt was. Aha. Mal gucken, wie sehr die mich mögen. What's it busy? So. Der hat 4 Siedlungen. Okay. Das ist halt die Frage. Schaut's mal, wenn ich mir das hier jetzt hole. Ich meine, ich könnte es krass kolonisieren. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal auf Stufe 1. Passt schon. Dann können wir hier nochmal Nahrung machen. Geld, Nahrung. Nahrung 3. Ja, Nahrung. So. Das Geld brauche ich jetzt hier gerade nicht. Und jetzt können wir Handel treiben. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Geld verlangen. Wollen sie nicht. Hm. Aber Schutzbündnis mag ich gerade gar nicht. Gut, dann handeln wir jetzt erstmal. Und mit dem könnte ich auch handeln. Aber wir wollen nicht. Warum? Schauen wir mal, ob wir sie dazu bringen könnten. Oh. Nee. Die haben aber 0 Krieger und gar nichts und sind ziemlich stark. My will. 2,5, das ist okay. Das ist nicht super, aber ich handle jetzt erstmal. Mit allem und es geht schon noch hoch. So. Irgendwann. Maybe. Vielleicht. So. Dann. Plündern. Gibt jetzt hier kein Geld, aber. Ja. Das zu bauen würde das noch mehr erweitern. Generierte. So. Aber das braucht's gar nicht. Schaut's mal. Die Skaven-Korruption bleibt gleich. Es braucht nur mehr Nahrung. Und ja, es macht 10% statt 5. Aber es eilt mich jetzt nicht in irgendeinem Nebendingens. Also. Und es kostet halt Nahrung, die habe ich gerade nicht. Das geht einfach nicht. So. Gut. Ist die Frage, wo wir als nächstes hochgehen. Ich muss ja hier hochkommen. Nach Karak 8. Aha, deswegen sehe ich den Bums. Ja, lol, danke, Leute. Ha. Der hat Gebäude, der ein Tiefenreich entdeckt. Hier. Rattenfängers. Fängers. Rattenfängers. Deswegen sieht er das schon fast. Okay, das heißt, ich müsste. Auf 80 kann ich nicht gehen. Einkommen aus lokalen Siedlungen. 10%. 15. Wie viel Geld macht der denn? Ja, das ist nicht viel. Warte mal. Stimmt da die Rechnung?
10% von 300. Eigentlich müssten es 38 sein, aber okay. Aber ganz im Ernst, das könnte man mal bauen. Ich meine, das hier ist cool, wenn ich angreife. Movement Range, Führerschaft bei Angriffen, Armeefähigkeit und so. Aber ich brauche es nicht. Ich brauche es legit wirklich gar nicht. Viel eher wäre das hier cool. Aber wenn ich das mache, entdeckt er es und dann sind wir sofort tot. Weil das dauert 10 Runden, das kann ich nicht verhindern. Ich könnte es verhindern, wenn ich 100 hätte. 100 und ich würde auf 50 hochgehen, dann könnte ich das machen. Aber so, keine Chance. Nee. So, die Sichtweite geht verloren. Das werden wir aber relativ... Ja, gut. Aber hier kostet es Geld. Ja, ich glaube... das macht... zu entdecken plus 20. Dann gibt es ja noch das hier mit dem Geld. Prägestätte. Die ist echt gut. Einkommen aus Lokal, weil die machen nicht viel. Weil die, wenn das Zwerge wären, Zwerge würden ja richtig Kohle fahren, aber die halt gar nicht. Das heißt, ich baue lieber noch die Prägestätte. Das dauert eine Runde, aber das wird abgerissen. Und dann haben wir plus 20 und minus 50, das ist okay. So. Und. Ja, plus 80 kann ich hier eh nicht bauen, dann machen wir hier das noch für Nahrung. Ja, Standard. Schauen wir mal. Weil das eine braucht 4 Runden, zur Not kann ich es abreißen, wenn es nicht passt. Ich will schon wieder... Bartwuchs, krass. Fraktion vernichtet. Muss ich echt schon wieder Bartriss nehmen? Heftig. Ich frage mich, was der jetzt da machen will. Will der da angreifen oder... Das ist egal. Ja, mit dir würde ich gerne wieder handeln. Aber der will nicht. Das dauert einfach. Dann lassen wir es jetzt. Wenn ihr nicht handeln wollt, dann nicht. Was natürlich cool wäre, wäre Lamia zu bekommen, weil das ist eine sehr große Siedlung. Aber wie gesagt, mit Skaven muss man vorsichtig sein. Ja. So. Ich könnte hier hochgehen und plündern. Ich könnte aber auch wieder hier runtergehen und plündern. Na? Ich könnte das bauen, aber wie gesagt, das braucht man gerade nicht. Wo sind denn hier die Regionen? Wo sind denn hier die Regionen? Hier sind sie. Das heißt, ich müsste... Ja. Das heißt, ich müsste bis hier runter. Könnte ich machen, aber... Was sind denn meine Ziele? Okay, die kann ich ignorieren. Ja, dann gehen wir mal Richtung... Oh, schaut's mal. Der baut hier was. Ich weiß nicht, was er baut, aber er baut etwas, um das Ding zu erreichen. Ah ja. Gut. Ist nicht schlimm, ich baue hier eh nicht mehr hoch. Passt schon. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier lang.
Mit Numas handel ich, die sollte ich nicht plündern. Ja, ist ja nicht so klug. Ja, nee. Bleib mal da stehen. Die heilen sich hoch. Ich weiß nicht, ob die sich da hinten besser heilen würden oder nicht. Keine Ahnung. Aber der hat auch keine gute Armee. Ach, wir handeln schon. Ja, dann dürfte der mir doch eh nichts hier tun, oder? Hallo? Sehe ich aber gar nicht ein. So, wie gesagt, das machen wir nicht. Dann warten wir. So, jetzt muss ich da oben noch gucken. So. Wenn das gebaut wird, 20, dann sind wir genau entdeckt. Ist natürlich doof. Dann bauen wir noch die Tunnel. Ja, bauen wir die Tunnel. Und gut ist. Tiefenreich macht viel Gold. Das ist krass, Mann. Das ist halt wirklich heftig. Upsi. Echt krass. Naja, gut. So, Handy liegt. Why liegt das da hinten auf dem Boden? Nein, da liegt es nicht schlecht, aber da ist es halt außer Reichweite. Die Intrige des Untergangs. Ja. Könnte ich machen. Mache ich auch. Ist einfach gut. Punkt. Ist einfach so. Das heißt, ich krieg hier einen. Stinks like a Gracier. Untergangstechnikus. So. Und der kann jetzt irgendwo hingehen. Und. Eine Unterstadt bauen. So. Und jetzt ist die Frage: Wo will ich das? In Lamia wäre natürlich richtig nice. Ist nämlich ein großes Land. Ich weiß noch nicht, wie die Tomb Kings hier Gold machen. Das ist so ein bisschen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo es noch große Städte gibt, die richtig Kohle abwerfen. Gut, im Augenblick gibt es da eh noch nicht so viel. Wisst ihr, wo ich hingehen sollte? Ich sollte übers Meer fahren. Zu den Echsenmenschen. Falls sie da noch leben. Da vielleicht. Weil die haben irgendwann eine richtig krasse. Und die haben zum Beispiel hier irgendwo Itza. Ist auch so eine 5-Stadt-Dinge. So ein Bruteich der Dings. So ein Hexoatl und so. Ich glaube, ich gehe mal rüber scouten. Klingt für mich sehr verlockend. Macht Sinn. Außerdem sehe ich da noch ein bisschen was von der Welt. So, und dann gehen wir jetzt hier hin. Ich wüsste halt gern, ob der. Weil er macht sich so langsam. Er braucht noch 4 Runden, bis er vollständig geheilt ist. Quick. Das ist halt lange. Ja, die Verlustverstärkungsrate kriegt nur er. Und der Truppen auffüllen, das hat der natürlich hier gar nicht. Der bräuchte noch einen Helden, der Truppen auffüllen kann. Das wäre nochmal ein Fangleader. Da müsste ich mal gucken. Ich meine, ich habe gerade eh keine Leute, ne? Aber. Gibt es da irgendeine Hilfe, was die können? Hallo? Ja, aber welche Helden? Ah, hier steht's ja. Truppen auffüllen. Kampftraining. Da gibt es 2 Unterschiede. Häuptling und Fangleader.
Ah. Der macht Truppen auf. Ja, super. Ah, hier steht's. Perfekt. So, wir können wieder forschen. Raubzüge, Verlustverstärkungsreihe. Oh ja, please. Please, gib mir die 5%, die sind ganz wichtig. Das heißt, dieser Seuchenbums-Typ, der rennt jetzt rüber zu den Echsenmenschen auf dem anderen Kontinent, baut da eine Unterstadt. Oh! Ah, Hallöchen. Sehr gerne. Die Schlacht schlage ich doch mit Vergnügen. So, Wolfsreiter mit Bogen und noch mehr Reiter. Deswegen, die haben Reiter. So, das heißt, die Speerträger nach vorne, weil die knallen eh auf mich drauf. Aber das passt schon. So. Speere. Jojo. So. Die bleiben bei den Kanonen. Die gehen dahin. Und die bauen wir so dazu. So. Und die gehen da so hin und dann haben wir alles. So, machst du die mal kaputt. Schneller schießen. Ah, Damage-Schütze. Aber das ist egal. So. Bom, bom, bom. Die sind eigentlich gut gegen große Feinde. Und es sind große Feinde. So, machen wir hier mal ein Peekaboo. So. Bumm, Ansturm abgewehrt, soweit wie es halt machbar ist. Dann geht diese ganze Kompanie mal ein bisschen nach vorne. Die kämpfen da, das passt. Abwehren. Draufgehen, 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 draufgehen. Ah, der ist schon zurückgewichen. So, einfach mal random alles buffen. Die können auch noch mit drauf. Ja. Da ist Quick. Da ist ein Ohr. Wow! Da geht er richtig, richtig rein. Alter! Okay. Eschenslingers? Sind das Eschens? Okay. Ja. Die geben auf. Also die, ne? Was will er da auch groß probieren? Nur den Lord würde ich gerne töten, wenn es geht. Das ist immer wichtig. Versucht immer den Lord zu töten, wenn ihr es könnt. Ist unwahrscheinlich, aber manchmal klappt es und dann ist gut, ne? Gut, ging jetzt nicht. Weil dann muss der Feind, wenn er wirklich stirbt, stirbt, dann muss der Feind halt einen anderen Lord nehmen. Der ist dann vielleicht schwächer, hat einen niedrigeren Level oder was auch immer. So, und so langsam leveln hier die auch, ne? Rang 3. Die sind halt schon Rang 6. Das ist schon brutal. Die KI cheatet sich halt durch. Oder kämpft halt viel, das kann auch sein. Weiß nicht, welchen Rang sein Lord jetzt hatte. Das schauen wir gleich mal. Ja, aber dass der da abgefangen wurde, der hat das nicht gesehen, ne? Ich war in der Hinterhaltsdance. Komplett zerstört. So, wir könnten 800 Gold nehmen. Kostet wieder 2 Nahrung. Ah, der ist komplett tot. Schwert der Pein. Aber ich glaube tatsächlich. Ja, doch, nehmen wir die Nahrung. Die Nahrung ist gut.
Wir müssen hier noch in unserem Land sein, das müsste passen. Ah! We have located some valuable enemy supplies. Warriors of a minor clan are ready to strike and destroy them. So, wenn ich nichts unternehme, passiert nichts. Wenn ich was unternehme... In welchem Berg Arachnos? Berg Arachnos. Ich zahle Geld und die bekommen Skaven-Produktion und so. Berg Arachnos. Schade, dass ich nicht gucken kann, wo es ist, aber ganz im Ernst. Klingt jetzt nicht so wichtig. Es geht. Interessanterweise hat er das jetzt eingenommen. Das heißt für mich eigentlich. Oh, Schwert der Pein. Auch nicht schlecht. Clan-Rattenschild, naja. Für mich bedeutet das, ich könnte jetzt nochmal darunter gehen. Vielleicht kann ich die Zwerge hier weghauen. Ja, will ich jetzt aber gar nicht. Will man eigentlich nicht, ne? Nee, geh mal da hoch. Oh, was ist das jetzt? Beastman. Gut, ist mir egal. Hier wird geplündert. So. Ich könnte natürlich auch hier plündern. Aber... Das ist hier eh kein Geld wert. Da unten auch nicht. Das kann man bauen, das ist gut. Da machen wir jetzt auch ein bisschen Geld drauf. Was ist das hier? Blutgrund. Aha. Als Blutgrund der Tiermenschen. Ah ja, das heißt, hier machen Tiermenschen, kommen hier rein. Wollen Stress? Na gut. Ja, also ich könnte natürlich hier jetzt rübergehen. Ich glaube aber nicht, dass ich da eine bessere... Nee. Das ist auch nicht gut. Generierte Nahrung minus 4. Das ist nicht gut. Nee. Bleibe ich stehen? Ich meine, mit dem Handel, ich weiß nicht, warum da seine Armee steht bei mir. Was soll das? Ich meine, wir handeln, wir werden besser in Beziehungen und irgendwie... Keine Ahnung. Egal, wir bleiben hier stehen, hier bleiben wir auch stehen. Zur Not ziehen wir uns zurück und gut ist. So, Red Guard. Sturmrache. So, jetzt können wir die holen. Und jetzt gibt es hier noch ganz viel anderen Quatsch. Wow. So. Bewegungsreichweite. Sehr stark. Your head is next. Eine Fähigkeit. Okay, ansonsten gibt es noch das hier. Auch nicht schlecht, aber so viele Sturmratten habe ich noch nicht. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Kampagnen-Sichtfeld. Ja, ich nehme erstmal die Bewegungsreichweite. So langsam könnte ich mal gucken, ob ich nicht hier ein so ein Dingens benutzen möchte. Na? Zum Beispiel sowas hier. Ich mache ja anständig Geld. Das heißt, ich könnte mir einen Warlord Recruit holen. So, Kriegsherr. Ich würde das mal... Meisterhafte Assassinen. Assassinen sind auch interessant, aber ist halt ein Ding. Techniker. Warlock Master brauche ich später. Scharfe Zähne, scharfe Krallen. Schwertinfanterie, Kriegsherr. Ich mache das jetzt mal. So. Okay.
Das habe ich jetzt. So. Schmaust, solange ihr könnt. Ah ja, dann schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Ah ja, besser ist es. Okay, und auch eine bessere Loyalität. Die hat einen Angriffsbonus und Waffenstärke. Kriegt der einen Mount? Weiß ich nicht, ist ein Kriegsherr. Hier haben wir einen Zauberer. Ich weiß nicht, ob ich einen Kriegsherr customizen möchte. Ein Warlord. Schauen die alle so aus? Ich glaube, ich nehme den mit scharfen Zähnen. Ich meine, der hat eine bessere Loyalität, aber... Scharfe Krallen, Waffenstärke 10. Aber Nahkampfangriff, besser treffen, ist schon stark. Weil es bringt nicht Schaden zu haben, wenn du nicht triffst. So. Der hat sogar Loyalität 6. Super, also haben wir da gar keine Probleme. So, was haben wir hier noch? Unterhalt. Ja, Unterhalt kommt später. So. Na gut. Die könnte ich mir holen, brauche ich jetzt wohl nicht. So. Ja. Red Guard. Die ist natürlich richtig cool, ist aber sackteuer, dauert 4 Runden. Vielleicht hole ich den irgendwann. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich das die hier ausbilde und dann rüberschubbel zu dem, statt den Clanratten oder so. Aber im Augenblick eher nicht. Ist halt schon sehr teuer. Muss ich mir mal überlegen, weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. So. Gut. Schauen wir mal, was passiert. Genau, der läuft. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Gut. Okay. Wir haben neue Fraktionen angetroffen. Noch mehr Tomb Kings. Mann, hier ist alles voll mit diesen Untoten. Naja. Ich muss gleich mal gucken mit dem... Ah! Gut, das bringt nichts, weil Theotika ist auf der anderen Seite der Hügel. Die müssten einmal um mich herum, um dahin zu kommen, werden sie nicht tun, aber... Interessant, dass die da Krieg machen wollen. Klar, warum nicht? Who cares? So. Chaos regt sich. Das ist schon mal schlecht. Ich meine, ich könnte es auch durchlesen. Sturmwolken ziehen im Norden auf. Man munkelt, dass die barbarischen Stämme, die in den Schatten des Chaos wohnen, um der Aufmerksamkeit der dunklen Götter willen ihre Rivalitäten eingestellt haben sollen und sich nun stattdessen zusammenschließen. An der Zitze des Chaos saugend werden die Horden immer stärker. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Damm bricht und eine gewaltige Welle der Verderbnis die alte Welt überfluten und alles in ihrem Pfad verderben oder zerstören wird. Wahrt eure Stärke, nährt die Sehnen des Krieges, baut eure Mauern hoch, versammelt Krieger unter eurem Banner und härtet sie in der Schmiede der Schlacht, auf dass ihr frühzeitig bereit seid, im kommenden Sturm zu bestehen. So, das war mein kurzes Gelaber. So. Dann, ich könnte sie halt echt ausbilden. Ich will die haben, Mann. Die sind so günstig! Tralalalala, warum? Ja, nehme ich. Moment, Moment, Moment. Na gut, erstmal machen wir voll. So. Let the bell scream, scream. Gut. Wir möchten ja weiter... Der... sollte eigentlich nichts haben. Ja, easy.
Easy, easy. Muss ich da reingehen? Wenn ich könnte. Gegen die Beastmenschen haben wir noch nie gekämpft. Machen wir mal. Ich habe Blitzschlapp nicht aktiviert. Hätte ich tun sollen. Schauen wir mal. Was haben die hier? Ungorherde. Kleine Leute. Harpien, Schützen. Speerträger. Viele Axtdinger, Doppelaxtdinger. Kargar, der Vernichter. Ja, den werde ich töten. Ich finde, die Beastmenschen schauen so hässlich aus. Das ist irgendwie schade. Ich meine, es sind alles so Minotauren, Centauren, Dingslies. Aber irgendwie, wisst ihr, was mir hier fehlt? Was ich mega cool fände, aber das werden sie nie machen. Catfolk. Mir, klar, welche Überraschung. Mir fehlt in Warhammer Catfolk. Weiß nicht, ob es das lore-technisch gibt, aber ich finde es schade, wenn nicht. Und halt dann so richtig so. Aha, weißt du, zwei Rassen. Einmal Catfolk, die halt komplett, also mit Catfolk meine ich natürlich Großkatze, ne, Löwe, Tiger und so. Ja, kann auch kleine Catsies haben, whatever. Einmal so erhaben, stolz, ehrenvoll, ne, der ganze Bums. Und dann einmal so richtig savage, so komplett, uff. Ihr solltet euch da zurückziehen, ganz im Ernst. Ihr solltet dann nicht alleine stehen. So. Na, dann hätte man halt einmal so richtig ehrenhaft und schlag mich tot und so, was ich echt feiern würde. Und einmal hat man halt dann so mit Zähnen und Klauen so richtig, richtig biestig. Na, das fände ich ziemlich cool. Wäre ich voll für zu haben. So, kleiner Buff. Wo sind die? Weiß wieder keiner. Der hat doch jetzt Fähigkeiten, oder? Hä? Ich dachte, der hätte irgendwo. Der Bronzespalter? Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ich dachte nämlich wirklich. Der hat. Ha, muss ich gleich nochmal gucken, wie das ist. Weil der hat den Bronzespalter, klar, der gibt Nahkampfangriff. Und der gibt den auch an andere weiter, was gut ist. Aber. Puh, das macht gerade herzlich wenig, finde ich. Ich dachte, ich hätte noch den Flugflügelreif. Ach so, der macht ja bei den Gegnern was. Eigentlich. Oder wo ist Krieg? Da drüben. Gift, Warpstone. Hier, Flugflügelreif, ja. Beständig. Rüstung und Nahkampfabwehr. Was haben die denn für Nahkampfabwehr normalerweise? Wir haben jetzt 30. Grundwert 27, Schildwert 3. Wir haben 30. Macht der das echt nicht? Der hat noch den Bronzespalter von Krieg. Ja, okay, aber. Ja. Das ist sehr seltsam. Eine Katapulte haben wir ein paar Probleme. Ja, oh Gott, die darf ich auf gar keinen Fall verlieren. Oh, nein! Nicht! Oh mein Gott. Sind die geflohen oder ausgelöscht? Hoffentlich nur geflohen. Wow. Da habe ich nicht aufgepasst, weil ich dauernd den anderen Bums wissen wollte. Ist nicht gut. Wenn ich die Katapult jetzt verliere, dann wäre das echt bitter, weil das kostet mich dann sehr viel. Und das nur, weil ich das mit dem Flugflügelreif wissen wollte. Ha! Ja, schauen wir mal. Ja, sie müssten es überleben, aber
Das ist halt so Bullshit. Fluchflügelreif, ja. Ich dachte halt, der Debuff wird angezeigt. Wenn das nicht wird, ist egal, solange er applied wird. Solange er drauf geht auf das Ding, ist das in Ordnung. Aber wenn er nicht drauf geht, wenn er nicht draufgepackt wird, dann weiß ich auch nicht. Ganz im Ernst. Okay, also haben wir überlebt, auch wenn es bitter war. Ausrauben, ganz klar. Ich könnte auch im tiefen. Ja, nee. Nee, ausrauben. So. Ja, Tiefenreich, viel Spaß. So, whatever. Gut. Jetzt haben wir ein Tiefenreich. Das könnten wir auch wieder verbessern. Dass wir hier wieder Geld machen. Ja. Einfach Geld machen. Das sind halt 250 geschenkt, ne? Das bringt's nicht. Das braucht's auch nicht. Wo waren das, das 500 macht? War das das da? Ja, genau. Gut. Jetzt schauen wir mal hoch. Schaut's mal, die sehen uns gar nicht mehr. Aber er gräbt tief. Guck mal. Wow. Der gräbt sehr tief. Krass. Wahrscheinlich hat er eine Fähigkeit oder so. Die macht nur minus 40. Wo kommen die anderen? Charaktere. Ja, gut, okay. Das hört später irgendwann auf. Da muss man halt aufpassen, ne? Irgendwann ist es kaputt. Aber hier ist safe. Und hier ist auch relativ safe. Ja, das geht gerade gut. 500. 57. Gut, hier bildet man ja ganz viel aus. Die stehen noch hier, aber die könnten eigentlich schon weitergehen, damit wir mal gucken, dass wir hier bald plündern anfangen. Erstmal aber noch. Oh nein. Hell no. So, so machen wir das. Verdächtig treu. Machtergreifung. Aha. Rattenmut. Gewährt Chance, einen Nahkampf zu entkommen. Beschleunigt. Ja. Meh. Massive Red. Das ist nicht schlecht. Aber. So. Aber braucht's alles nicht, weil er hat gar keine Lords und Heroes, ist voll egal. So, was hat er noch? Das da, das da. Also entweder 200 Leben mehr. Ja, nee, machen wir erstmal das und dann kriegt er das hier. Da wird er richtig tanky. Ja, nicht schlecht. Fangleader, guter Kämpfer. Das wird nicht schlecht. Future Warlord, Sun Sun, yes. Warlord of Great Clan, all will bow me, me. Ja. Ja, geht so. Das könnten wir auch noch. Ne? Wisst ihr was? Machen wir das Truppen auffüllen. Das ist schon wichtig. Okay. Ich hätte nochmal in die Diplomatie gucken sollen. Ich weiß jetzt übrigens, warum ich dauernd da hingucke. Ich denke dauernd, ich muss auf meinen Screen gucken, wo ich mich selber sehe, wenn ich mit euch direkt rede und Zeit habe. Aber das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. So, Lauerer entdeckt. Malagor, das dunkle Omen. Aha. Aha. Ja, ich weiß nicht mal, wie spät wir es haben. Ich glaube, ich mache bald Ende. Sind jetzt auch bald schon wieder 2 Stunden, ne? Ja, eineinhalb, egal. Gut, ja, aber da ist nichts machen. Das tat weh, aber da kann ich.
Wie ist denn das, wenn ich da hoch wollen würde? Dann müsste ich da so durch. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal hier lang. Zack, 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 zack. Und plündern einfach. So, Geld macht da gerade keins. Jeder von denen baut irgendwelche Anti-Dingsies. Nee, das kommt von Charakteren wieder. Ne? So, ja, Nahrung wäre gut. Wie immer, Nahrung, Nahrung. Ich habe Probleme mit Nahrung. Gib mir Nahrung. Wie viel Plündern? Wie viel kostet das Plündern? 25. Dann komme ich da ganz knapp nicht hin. Dann gehen wir hier hin. Nochmal auf. Oh ja. Oh, das könnte gut werden. Ah, aber Zwerge sind halt mega stark. Das ist das Problem. Weil die Truppen, die ich hier habe, also die Skaven, die sind echt schlecht. Und davon habe ich viele. So, und dann die Clan-Ratten. Die machen ein bisschen Damage, sind aber lang kein... Die machen halt nichts gegen Zwerge. Nützlich gegen Tore. Weil ich besitze halt leider immer noch nicht... Aber hier kommt bald der Scheiß. Ich besitze halt leider immer noch nicht... Ich muss halt irgendwie auf dieses Gebäude hier kommen. Damit ich ein paar solchen Katapulte bauen kann. So 4 Stück oder so. Keine Ahnung, 2 pro Armee. 2 bis 4 pro Armee. Dann die Sklaven raushauen dafür auf Wiederschüssen. Weil die Wolfsratten, ja, nee, Rattenohrer, die sind nicht schlecht, aber . Seuchenmönche, ja, die sind eigentlich ganz gut. Geht schon. Aber hier, was man wirklich braucht, sind einmal die hier. Nee, die da. Rattling-Kanonen, Jet-Jessails, und Ding-Schredder. Wo sind die Ding-Schredder? Hier, Ding-Schredder. Die sind gut. Gegen Infanterie. 6 Stück. Ansonsten hat es noch das Todesrad. Das ist halt eines. Ja. Das hat halt Damage und so. 60. Reichweite ist niedrig. Das ist halt so ein Mischmasch. Aber ich glaube, Ding-Schredder ist fast besser. Oh. Ja. Ja, aber die Katapulte brauche ich. Weil die sind gut gegen Infanterie, einen guten Splash. Die machen einfach richtig Schaden. Seucheninfektion. Kontaminiert, ja. Das ist halt stark. Aber solange ich das nicht habe und es dauert halt noch 4 Runden, dann muss ich das Ding erst ausbauen. Das dauert nochmal 4 Runden, dann sind wir bei 8. Und dann kann ich erst das Ding bauen. Das sind nochmal 3 Runden, dann sind wir bei 11 Runden, bis ich die Seuchenkatapulte ausbilden kann. Wird dauern, wird lange dauern. Ja. Aber ist okay. Ich meine, Nahrung scheint aktuell okay zu sein. Das geht. 92%. Ja. Ich muss halt ein bisschen mehr plündern, das mache ich gleich. Ich will mal gucken, ob ich den Hinterhalt machen kann. Oh, noch ein Dynastie. Wenn ich den Hinterhalt machen kann. Ah! Wie kommen die denn daher? Hallo? Ja, geh mal weg, das interessiert mich alles nicht. So. Gut. So, das ist egal. Schwert des Kane beansprucht, okay. Irgendwer hat das Schwert. Das ist so eine super mega krasse Waffe, die alles wegböllert. Ich hatte ihn mal mit Gorok. Boah, war das ein Biest. Der hat ganze Armeen im Alleingang getötet. So, das kann ich töten. Da blitzschlagen wir drauf. Ja, und dann nehmen wir nochmal die Siedlungsgarnison raus. Gibt auch wieder Nahrung. Na?
Ja, das kriege ich hin. Vielleicht lasse ich die Siedlungsgarnison auch in Ruhe. Die hat mich letztens nämlich echt gebumst. Das war nicht so nice. Nee. Oh, wir sind im Tiefenreich? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Aber die sind alle schwach hier. Akbar. Heute Abend mache ich Salat. Reste weghauen, Mais, Salat, Zwiebel, Zeugs. So lustig. Die Map ist ja gigakacke. Okay. Na. Da kann ich mit den Katapulten herzlich wenig anfangen. Hier wäre nicht schlecht. Dann stelle ich die hier hin. Dass ich die hier so aufstelle. Ja, und den Rest, mal gucken, ne? Ihr kennt ja das Spielchen schon. Ich switch hier wild Stuff hin und her. Die können da vorne ein bisschen stressen. Diesmal werde ich aber die Katapulte da behalten. Ja, warte, so. Also die Katapulte kommen jetzt hier hin, die Kanonen. Aber diesmal behalte ich ein paar Truppen hier, um die zu verteidigen. Weil nochmal will ich das nicht haben. Das muss halt echt nicht sein. Das war so doof. So. Schauen wir mal, ob wir ihn locken können. Hallo. Ja, komm mal her da. Na komm. Schauen wir mal. Nee. Die sind gerade ein bisschen entsetzt. Ja, dann schiebt man halt alles mal weiter nach vorne. So. Ich glaube mal nicht, dass die Kanone da irgendwas treffen kann, aber schauen wir mal. Stellen wir sie mal dahin. So, ich weiß mal, wie groß diese Kanonen sind. Ah ja. Dann müssen wir noch ein Stück näher. Gehen wir jetzt da lang. Du kannst natürlich schon da so hin. So. Was ist das da? Ah! Ja, nee, nee, nee. Versteckt euch da mal im Wald. So, ab ins Wäldchen. Versteckt. Gut, Mr. Megakanone. Kannst du jetzt gegen große Feinde? Das ist sogar ein großer Feind. Dann go. So, jetzt aber. Oder? Ja, schön. Gegen große Feinde. Small Splash. Bam. Boah. Genau. Schön drauf schießen. Jetzt kommen sie. Ja, schieß nochmal. Und bumm. Ah, ging in den Baum. Schade. So, die Reihe schiebe ich nach vorne. Der Rest bleibt hinten und defft hier die ganzen Kanonen. Weil nochmal lasse ich das nicht zu. Dass hier irgendwelche Harpien reingehen und Stress schieben. Nee. Ah, taugt mir gar nicht. So, die holen wir uns ab.
Missklick, schade, whatever. Er hat ja nur Bogenschützen hier. Krass. Ja, dann ist es ja echt nicht schwer. Weil nur Bogenschützen auf engem Raum, das ist nicht gut. Vor allem im Wald. Die meisten Pfeile treffen dann eh nicht. Ah, und dann ist das eh Reps. Das kann man hier schön. Weil irgendwann ist die Karte vorbei und er hat sich halt nicht bewegt. Das heißt, wo ist denn sein Mega-Hero? Verschwunden. Was ist hier schon wieder passiert? Leute, wie kann das denn sein? Genau das wollte ich verhindern. So, jetzt stirbt er aber. Ja, und hier ist halt komplettes Desaster. So. Also wie gesagt, nochmal will ich das nicht sehen, dass hier die Kanone kaputt gemacht wird. So, tschüss. Tschüss, tschüss. Flieht, ihr komischen Biestmänner. Widerliche Gestalten. So, Ende. Entscheidender Sieg. Ja, das ist gut. 8000 Damage. Nee. Nee. Naja. Okay. So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Keine Ahnung. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Yes, yes. Quick always wins. Drei Nahrung. Talisman. Ja, ich nehme jetzt hier die 5. Ist schon wieder auf 1 runtergedroppt, ne? Unglaublich. So, dann. Ja, ich hau sie jetzt weg. Ich töte sie weg. Blitzschlag. Ich will die Kanone nicht verlieren. Das ist wichtig, dass ich die Kanone nicht verliere. Da ist nur noch eine da, warum auch immer. Das ist sehr ungünstig gewählt, aber okay, gut. Wenigstens ist da nichts mehr, ne? Ja. Wir haben hier Berge. Ja, die werden gecrushed. So, das ist jetzt eine Hinterhaltsschlacht. Das passiert manchmal. Auch mit Skaven, wenn sie angreifen. Normalerweise nur, wenn man sich in eine Hinterhaltsstellung begibt. Die Skaven oder Skaven, wie auch immer, die können aber das mit ihrer. Die normale Stance, die normale Truppenformation, Armeeformation, wie auch immer man das nennen will, mit der sie halt auf der Karte rumlaufen, hat das schon. Diese Bonusmöglichkeit. Ne? So. Ach, jetzt stehen die da! Ah. Hab nicht geguckt, in welche Richtung sie laufen. Na gut. Ist nicht weiter tragisch. Die Kanonen stehen da. What? Nein! Oh mein Gott, das ist ganz schlecht. Ah! Okay. Ich möchte nicht, dass meine Kanone nochmal angegriffen wird. So, ganz im Ernst, das will ich nicht. Das muss ich verhindern. Ja, gut, der geht auch. Dem seiner Armeen haben halt die Schnauze einfach voll, ne? So, Army Loss Penalty. Noch nicht, aber fast.
Gut, Kanone steht noch. Das ist so teuer, dass ich da 3 Kanonen verloren habe. Das ist echt schlecht. Das ist halt wirklich schlecht. Ich brauche die. Ohne die Kanonen ist die Armee nämlich komplett useless. Dann ist die wirklich schwach. Weil die Skaven haben weder viele starke Nahkämpfer, noch gute Nahkämpfer oder welche mit toller Moral, also Führerschaft, haben sie nicht. Da geht es nur darum, Masse, die Leute, die low sind, rumcyclen gegen die nächste Welle, die angeht und dann drauf, 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 drauf mit ganz viel Böllerei und das war's. Also das ist halt alles. So. Könnte ich jetzt nochmal machen, macht aber absolut keinen Sinn. Ich könnte es umkreisen, aber. Ich gehe jetzt hier hin. Plündern. Gibt Geld und Nahrung. Geld jetzt nicht, weil sie nichts bauen, aber. Ne? So, Unterhalt. Für klar, so. Für Sturmratten. So, und dann wollte ich hier das noch haben. Kampagnensichtfeld, Einkommen. Bam. So. Der bekommt noch... Victory! Horned Rat, notice me! Redguard, Redguard. Ah! Ich kann die Redguard Units... hier aufwerten. Mehr Speed, mehr Bonus versus Infanterie. Nehmen wir mal, wenn wir die ausbauen können, klar. So. Du wirst zerstört. Das machen wir jetzt so. Nahrung. Nahrung ist immer gut. So. Wenn ich jetzt hier plündere, kann er da hingehen und halt richtig böse werden. Das will ich nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Dass ich da reingehe, defensiv mich aufstelle, falls er angreift. Ich meine, er ist defensiv. Eroberung ist keine Priorität. Ja, weiß ich. Aber, mal gucken. Der defft. Vielleicht defft er irgendwann nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte hier durchcyclen. Geht aber nicht. Tauchen die Städte wenigstens hier auf? Auch nicht. Ist das ätzend? Ja gut, ja, ich komme nur auf Stufe 3. Das heißt, das Einzige zu bauen, was Sinn machen würde, wäre das hier. Clanratten. Nochmal ein Häuptling. Sturmratten. Oder halt Mauern. Mauern bringen nämlich auch ein bisschen Geld. Fügt Mauern hinzu. Da noch nicht, da schon. Nahrungsverbrauch. Ja gut, minus 1. Das geht. Und die Warp-Bombe. Auch nicht schlecht. Wachstum. Habe ich die Jungbaue schon irgendwo? Great one. Ja, hatte ich schon, okay. Irgendwann werde ich das bauen müssen, die Müllgrube. Genau, damit ich hier unten forschen kann. Wartet mal, hier, Müllgrube. Oh ja, dann gibt's... Ah ja, mehr Stuff. Schattenläufer. Ja, dann bauen wir jetzt mal eine Müllgrube hier. Oh. Tut's das? Wir haben hier ein Empire, da ein Empire und da. Ne, das sind die drei. Dann labert er nur Bullshit. Okay. So, dann. Clanratten mit Rüstung. Das klingt interessant. Das holen wir uns. So. Warpsteinhappen. Klingt gut. Erst das hier. Mehr Geld. Immer mehr Geld. Geld, Geld, Geld. Geld ist so wichtig. So, mal gucken, was die Zwerge jetzt machen. Genau, der läuft noch. Dann schauen wir, was die Zwerge machen. Ich hoffe, die hauen ab. Ich will da plündern. Ich muss plündern. Aber ich kann ja nicht plündern, wo ich mit meinem Nachbarn handle. Das ist halt doof. Tlaqua. Das sind auch...
Echsenmenschen. Lizards. Tic-Tac-Toe. Haben so einen Flieg-Anführer. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber schwer zu spielen. Sehr komische Armee. Aber wenn wir es richtig Seuchenklan. Die Nehmer. Den Seuchenklan. So, jetzt geht ganz viel Einkommen verloren. Weil wir den Seuchenklan übernommen haben. Und da waren eine Menge Helden wohl dabei. Die wir bekommen. Oder wie auch immer. Genau, 4209. Der kostet, pass mal auf, 331 plus 1099 plus 990 plus das da. 4158. 4209. Ja, wahrscheinlich kostet das Kreuzmonster. So. Jetzt wenig zum Plündern. Dann gehen wir jetzt zum Clan Vulkan. Moment. Clan Vulkan. Der mag mich eigentlich. Dann mache ich jetzt einen Nicht-Angriffspakt. Und militärischen Zugang. So. Die sind rückgratlos. So. Die sind mir vollkommen egal. Die werden eh zerstört. Früher oder später. Die halten es nicht lang durch. Ist einfach so. Dann gehe ich jetzt hier hin. Und plündere den Arsch weg. Das wird dir nicht gefallen. Kann mir aber vollkommen egal sein. Warlock of Skavenblight. Ja. So. Und wir haben Lord Skrolk bekommen. So, 4 Warcries kann ich machen. Ist egal. Das kann sehr nützlich sein irgendwann. Sollte ich mir aufheben. Das Clan Moors, Clan Lord. Ja, so habe ich. Ja, aber wie viele Clan Moors Ratten habe ich denn? So now. 6, ja, und dann, ja, da spare ich ja fast gar nichts. Nee, das ist egal. Das ist egal. Ah ja, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Das sollte ich machen, wenn ich dann irgendwann mal angreife. Aber erst muss die Kanone hoch. Die dauert noch 11 Runden. Jo, nee. Okay, der läuft weiter. Kalabat, schwarzer Turm des Arkan. Irgendwo hier jetzt noch eine schwarze Pyramide, die richtig fett ist. Ich glaube, die macht aber gar kein Gold. Khemri. Khemri macht Gold. Khemri macht richtig Gold. Werde ich so schnell auch nicht holen. Trotzdem gehe ich erstmal zu den Lizards, weil. Deswegen habe ich so Geldprobleme. Das Ding ist ausgelaufen. Deswegen, das Ding ist ausgelaufen. Es war nicht, weil der Skrolk so teuer ist. Der kostet ein bisschen was, aber nicht so viel. Nee, aber das ist das. Und das gibt es in 20 Runden, Khemri. Ich gehe erstmal rüber scouten. Na, dann sehen wir weiter. In Katar, whatever. Hier wird halt irgendwann wieder Stuff. So. Der baut noch. Und dann hauen wir. Ja, Moment. Der rennt dann hoch. Der schubbelt die darüber. Ich will die haben. Mehr darf ich auch gar nicht haben. Das sind nur die 3. Ja, das sind 3 Stück Red Guards. Die sind schon stark, würde ich sagen. Die sind schon mächtig. 3 Runden noch warten. Genau, ich gehe nochmal gucken. Okay, der ist da noch. Der ist da noch. Dann warten wir hier. Und gut ist. Das ist schon okay. Können wir warten. Clan Moors is mighty. You are not. Impress quick or die. Ich find's halt so cool, auf Englisch klingt es so viel besser als auf Deutsch. Euer qualvoller Tod wird Sotek erfreuen. Ja, die haben so. Oh, der mag mich ja gar nicht.
Und jetzt mag er mich noch weniger. Aber der ist so weit weg, was will er da Krieg führen? Der kommt nicht zu mir. Er müsste quer durch die ganzen Untoten latschen. Was auch nicht gut ist, wenn er da keinen Zugang hat. Ja, eine Reparino. Klar, mach Krieg. Von ganz da hinten. Wow. Na, was interessiert. So. Die kann ich töten vielleicht. Es gibt wieder Geld und Nahrung. Muss man schauen. Es ist halt wirklich so, dass man mit den Skaven... Was ist das denn? Aha. Ja, ungeil. Let the bell scream, scream. Das ist jetzt uncool. Aber gut, so ist es halt. Das heißt, der läuft erstmal. Will ich ihn force marchen? Ja, eigentlich schon. Dann gehen wir dem jetzt entgegen. Warum ist hier Verschleiß, Ödland gefährlich? Ja, wenn ich plündere, ist egal. Gut, hier gibt es kein Geld, aber hier gibt es... Moment, wieso kann ich... Ach, habe ich schon. Ja, okay. Korruption. Entdecken. Nee. Könnte ich machen? Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Dann komme ich hier hin. Da hoch, Karak Askal. Es macht halt meine Chancen hoch, ne? Je mehr 5% Dinger ich habe, desto besser. Ja, schaut's mal, hier seht ihr mich gar nicht mehr. Easy. Da kann ich irgendwann mal bauen, wenn ich Geld habe. Aktuell habe ich halt gar keine Kohle. Der Armeeunterhalt ist krass hochgegangen. Aber das wundert nicht. Die sind halt teuer. Aber die werden günstiger, glaube ich, wenn sie bei Krieg sind. So, und der kann hier reingehen. Dann ist er nochmal ein bisschen günstiger und dann passt das schon. Ja, ich könnte mich auch mit dem Force March darüber, aber das muss nicht sein. So. Ich würde gern mit dir Handel treiben. Okay. So. Schön, weil Krieg will ich mit dir auch nicht. Ich habe aktuell null Lust, darüber zu gehen. Das mache ich irgendwann über Skavenstädte oder so vielleicht. Lamia vielleicht, ja, mal gucken. Untrusted Worm, Poison After. Genau, so. Jupp. Hat der nicht was, dass die Red-Dinger irgendwie günstiger werden? Der normale Orb-Töter schlechter? Hm. Griesgram-Töter. Nicht schlecht. Clan-Ratten. Benutze ich halt kaum. Was habe ich mit meinen Quests los? Führt eine Heldenaktion erfolgreich aus. Das kommt noch, wenn ich die die Dingsstätte baue, das Untergrunddings in Itza. Ansonsten durch Überfälle. Ja, das dauert halt noch. Der macht halt kein Geld hier. Der hockt halt nur fett rum und ist dumm. Egal. Egal. So, der läuft noch. Kofer. Ich glaube, das sind auch wieder... So, ist es auf dem Schiff? Genau. Da gibt's auch immer... Schade, dass ich nicht an der Küste bin. An der Küste gibt's nämlich immer die Möglichkeit, solche... Wie ihr hier seht, solche Dinge einzusammeln. Das sind halt... Irgendwelche Schatzschiffe oder Inseln oder Buchten oder Monster. Ist immer, das heißt halt immer anders. Sind halt. Es heißt halt anders, ist im Grunde einfach nur ein Goodie. Das kann man einsammeln. Manchmal gibt es halt Boni auf Zeug, manchmal gibt es Geld, keine Ahnung. So. Ich glaube, meine Loyalität aktuell ist überall gut genug. Night Raids. Nee. So.
Schlachten gewinnen, Einheiten rekrutieren, Bündnisse schließen, Ausrüsten, Mission abschließen. Jo. Gut. Wieso? Aha. Ach so. Ja gut. 50 durch Chaos. Ist aber egal. Interessiert gerade wenig. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, Clanratten haben halt den Vorteil. Ja, Moment, da habe ich was anderes. Clanratten-Schilde. Moors-Clanratten. Ah, das sind auch Clanratten. Okay, nee, stimmt, das passt. Nee, passt. Geld passt. Ich würde halt wirklich sagen. Dass ich die einfach mitnehme. Wisst ihr? Ich nehme jetzt die mit. Mit dem zusammen. Okay? So. Und der. Keine Ahnung, kann man da rüberlatschen. Das bringt ein bisschen mehr. Das bringt gar nichts. Ist voll egal. Brauche ich nicht bauen. Und der kann halt irgendwo hin, wo ich. Keine Ahnung. You come before a king. One that has reigned for... Was ich wissen wollte, ist, sind die böse auf mich, weil ich sie mal geplündert habe? Plündern, ja, das gefällt denen nicht. Genau, da muss man aufpassen. Da muss man sehr gut aufpassen. Ansonsten. Ich meine, das Ding ist halt, wenn ich die. Der sagt, er steht defensiv da. Okay, angeblich. Er kann aber jederzeit angreifen und dann habe ich nichts. Weil ich habe hier keine... Ich habe zwar hier Mauern, aber keine Mauern gebaut. Und hier auch noch gar nichts. Ist alles ein bisschen doof. Deswegen würde ich den gerne hier behalten. Und hier halt plündern. Das Ding ist, wenn ich hier plündern gehe, werde ich hier angegriffen. Dann ziehe ich mich zurück, dann werde ich nochmal angegriffen, dann war's das. Weil ich habe hier halt nur Ratten. Das ist halt so eine Unterstützungsarmee, die macht nichts. Ich bräuchte halt noch eine zweite mit ein paar Kanonen. Da bin ich einfach noch nicht weit genug. Ich könnte mit allen dreien hochrennen. Und versuchen mir das zu holen, aber das ist so unwahrscheinlich. Es ist so unwahrscheinlich. Gut, ich muss den da drüben. Wasserleiche. Noch schieben. Und zwar bis, ich glaube, hier ist irgendwo Itza. Mal schauen. Weiß ich nicht genau. Der ist halt auch teuer. Der und der kostet mich 300 Tacken pro Tag. Die wollen einen militärischen Zugang zu mir. Nein, du bleibst auf deiner Seite, wo ich dich sehen kann und rennst nicht runter. Guck, guck, ich wusste es. Ich wusste es. Kaum gehe ich weg, kommen sie her von wegen defensiv. Trollololololol. Ja, aber... Krieg erklärt, okay. So. Nahrung und Kapazität. So, jetzt. So. Der hat hier einen Haufen Schwachsinn. Ich kann versuchen, da anzugreifen. Wo ich nicht hinkomme. Moment, er könnte... nee, ich mache hier einen Force March. Sicher ist sicher. Lass mir mal gucken, was der da hat. Bergwerker.
Die sind langsam. Normalerweise würde ich die Zwerge einfach zu Tode kiten. Aber das geht halt mit Ratten nicht, die einfach keinen Fernkampf haben, weil mir fehlt das hier. Schattenläufer mit Schleudern. Das fehlt mir. Muss ich hier bauen, weil ich es halt hochbumsen muss? Eschentriaden, Gossenläufer, Gift, ja. Todesläufer, sind auch nicht schlecht. Master-Ambusher. Schleuderer, Gossenläufer. So, die haben 26, 31 Schaden. Können weit. Waffenstärke, so, 26, 25, 28. 24. Die sind nicht ganz so gut. Die haben Vorhutaufstellung. Die haben aber in Bewegung schießen. Haben aber nur 8 Munition. Die haben 24. Die haben das nicht. Aber die haben mehr Reichweite. Der Schaden ist ein bisschen höher und die haben das Fangnetz. Und sie sind solide im Nahkampf. Jetzt ne? Wenn man guckt, die anderen, klar, Sturmratten, 25, 30, ja, die sind sich ähnlich, 144, 2, ja, ist teuer, 240 pro Ding sind teuer. So, aber die Schleuder-Schattenläufer ist auch nicht schlecht, die haben außer ihrem Vorhutaufstellung, die haben halt Ambush, oder? Ja. Damit kommt man näher ran, 140, 140. Naja, aber ich hab's halt nicht, deswegen ist es egal. So, Quick geht weiter. Wo kommt das schon wieder her? Na, weißt du was? Ich nehme den jetzt mit. Wie gut ist hier die Chance? 85. 88. Dann macht der den Hinterhalt und du plünderst. Ist voll egal. Es tut dem auch nicht so weh. Und ich habe wieder 3 Kanonen. Das ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Also zum Glück habe ich den Befehl noch gegeben. So, ich glaube, ich werde es dann gleich Ende machen. Es sind schon wieder 2 Stunden. Das ist echt lang. Ich schaue jetzt noch, was hier passiert. An Stuff und beim nächsten Angriff, der reinkommt, mache ich dann Cut. Ich glaube, das passt. So. Der belagert das. Schaut euch diesen Bösewicht an. Der will das echt belagern. So. Und hier können wir nächstes Mal kämpfen und uns um die Belagerung kümmern. Aber das ist dann für nächstes Mal. So, hier machen wir jetzt ein Let's Play. So, dann bin ich hier fertig. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo there. Thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye bye. Thank you.